Hey meine Lieben, ich melde mich ganz kurz mit einer Erkenntnis, die euch vielleicht weiterhilft und einem Tipp, der euch vielleicht noch mehr weiterhilft. So, ich habe in der letzten Zeit zu tun gehabt mit vielen Leuten, die das Gefühl hatten, entweder da ist keine Motivation in meinem Leben, ich kann mich nicht motivieren, ich tue nie das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, oder ich kann keine Entscheidungen treffen. Ja, da sind so viele Möglichkeiten und ich tue einfach gar nichts. Und vielleicht betrifft es euch auch, dann hoffe ich, dass ich euch was dazu sagen kann, was es euch leichter macht. Nämlich, erstens mal, das ist vollkommen normal. Ja, wir sind nicht motiviert, wir können keine Entscheidungen treffen, das ist vollkommen normal. Das ist einfach so, wie unser Gehirn funktioniert. Wir müssen wirklich begreifen. Und ich habe das schon tausendmal gesagt, dass unser Verstand, unser Gehirn dazu konzipiert ist, uns im Status quo zu halten, uns in Sicherheit zu halten. Ja, und warum macht er das? Ja, unser Verstand hat gelernt, dass das, wo wir gerade sind, das ist sicher. So jede Veränderung, die wir einleiten, und jede Veränderung, die wir einleiten, bringt erstmal mit sich, dass es ungemütlich wird, dass es vielleicht beängstigend wird oder dass wir glauben, dass es schwierig ist. So was macht unser Verstand? Er versucht, uns davon abzuhalten, etwas anderes zu tun, als wir bisher getan haben. Und ich habe jetzt neulich irgendwo einen Vortrag gehört, dass mir das noch besser verständlich gemacht hat und das wollte ich gerne mit euch teilen. Und zwar sind es diese 5 Sekunden, in denen wir zögern. Ja, kennt ihr das? Wir zögern. Ja, wir sitzen in irgendeinem Meeting und wir wollen was Schlaues sagen, weil wir gerade eine tolle Idee hatten und dann zögern wir. 5 Sekunden. Oder wir sind mit unserem Partner wieder in einer Unterhaltung und wir wollen endlich mal sagen, was uns wirklich am Herzen liegt, was uns wirklich stört, was wir wirklich verändern müssen. Und wir zögern und denken drüber nach. So diese 5 Sekunden, 5 Sekunden, 3 Sekunden, 4 Sekunden, was weiß ich. Aber dieser Moment des Zögerns ist das Signal an unseren Verstand, dass was nicht stimmt. Weil mal ehrlich, ja, heute Morgen ist sie aufgestanden, hat ihre Hose angezogen, ohne zu zögern. Sie hat den Kaffee gekocht, ohne zu zögern. Sie ist in den Bus gestiegen, ohne zu zögern. Ja, und plötzlich zögert sie. Dieses Zögern ist ein Alarmsignal für unseren Verstand. Und ich war so happy, als ich das gehört habe, wissenschaftlich bewiesen, weil das ist so wahr. Ja, das hat sich so wahr angefühlt. Dieses Zögern ist das Alarmsignal für unseren Verstand. Da stimmt was nicht. Deswegen müssen wir das Ganze jetzt stoppen. Und so funktioniert es. Wir zögern etwas zu sagen, wir zögern etwas zu tun. Unser Verstand wird alarmiert und sagt uns im gleichen Moment, nee, 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 lass mal. Und dann beginnen wir zu denken, ach, es fühlt sich gerade nicht stimmig an, es fühlt sich nicht leicht an, wahrscheinlich ist nicht die richtige Zeit, wahrscheinlich ist es nicht der richtige Ort, nicht der richtige Moment, nicht das Richtige, was ich jetzt tun sollte. Aber das Ding ist, jedes Mal, wenn wir wirklich Veränderung einleiten wollen, das heißt, wenn wir etwas sagen, etwas tun wollen, was etwas verändern würde in unserem Leben, fühlt es sich ungemütlich an. Ja? Fühlt es sich beängstigend an oder schwierig. Und das ist das, was unser Verstand macht. Er vergrößert das Risiko. Das gibt es wissenschaftlich, wird das Spotlight-Effekt genannt. Das heißt, in dem Moment, wo wir zögern, und der Verstand alarmiert wird, lokalisiert der Verstand das Problem und vergrößert es. Er vergrößert das Risiko. Das heißt, was passiert ist, wir fühlen dieses, oh, das passt jetzt doch nicht. Ich sollte es nicht sagen. Irgendwie sollte ich es nicht tun. Irgendwas hindert mich. Ja, also für mich ist es so hilfreich zu sehen, auch wissenschaftlich bewiesen, ja, wie der Verstand funktioniert, wie er uns von den Dingen abhält, die wir eigentlich wollen, weil das Verlangen ist ja da.
Ja, wenn wir zum Beispiel jemand sind, der jeden Morgen aufsteht und 30 Mal den, wie heißt das, die Schlummerfunktion beim Handy wieder drückt, weil boah, aufstehen will ich eigentlich nicht, der Tag wird sicher scheiße und wieder so ein öder Tag. Wenn wir so jemand sind, dann ist unser Verstand daran gewöhnt, dass es so ist. Ja, also wir sind jemand, wir wachen morgens auf, wir wollen nicht aufstehen. So haben wir die Gewohnheit entwickelt, immer wieder auf diese Schlummerfunktion zu drücken, immer wieder, weil wir wollen gar nicht aufstehen. Das Verlangen in uns ist allerdings da, dass wir in unserem Leben was verändern. Ja, das ist da. Nur wir können es nicht ins Handeln umsetzen. Und das ist nur deswegen, weil unser Verstand darauf geeicht ist und darauf trainiert ist und dazu gemacht ist, uns im Status quo festzuhalten. So, was müssen wir also tun, sozusagen, um diesen Abstand zwischen unserem Verlangen und dem Mangel an Handeln, sozusagen, Mangel an Aktion zu überbrücken? Also, ich hab neulich einen guten Tipp gelesen. Ich weiß nicht, ob der funktioniert. Ich habe es noch nie ausprobiert. Aber jemand hat gesagt, ich habe mehrere Leute gelesen und gehört, die das gesagt haben. Zähl einfach. Zählen ist ein Werkzeug. Ja? Also, wenn du morgens im Bett liegst und nicht aufstehen willst, weil der Tag eh wieder öde wird und du aber eigentlich in dir das Verlangen hast, was mit deinem Leben zu machen und du weißt ganz genau, dass es damit zu tun hat, dass du gerne aufstehen solltest, dass du den Tag eigentlich genießen solltest. So, wenn das bei dir der Fall ist, könnte ein Tipp sein, zähl von 1 bis 3 oder von 1 bis 5. 1, 2, 3, aufstehen. Und ich habe auch gelesen, man könnte rückwärts zählen. So, 3, 2, 1, aufstehen. Das scheint noch mehr die Gewohnheit des Gehirns zu durchbrechen. Wie auch immer. So, ich tue das nicht. Ich stelle mir einfach immer vor, am Abend, wenn ich schlafen gehe, dass ich morgens aufwache und mich auf den Tag freue. Das ist auch ein Ding, wie ihr euer Gehirn, das einzige Ding für mich, wie ihr euer Gehirn sozusagen umprogrammiert, indem ihr Autosuggestion verwendet, indem ihr in die Vorstellung geht dessen, was ihr haben wollt. Ja, aber das Ding, was ich euch heute sagen wollte, also, ihr seid nicht verkehrt, wenn ihr nicht motiviert seid, ihr seid nicht verkehrt, wenn ihr keine Entscheidungen treffen könnt, ihr seid einfach Opfer eures Gehirns. Euer Gehirn, das darauf programmiert ist, euch in Sicherheit zu halten, euch im Status quo zu halten. Aber seid euch bewusst, das Gehirn wird aktiviert durch euer Zögern. Ja, also, in dem Moment, wo ihr zögert, sagt das Gehirn Alarm, das ist was, was nicht sein soll und verhindert das, was ihr eigentlich tun wollt. Ihr müsst also dieses Zögern sozusagen eliminieren. Ihr dürft nicht zögern, weil das ist dieser Moment von ich will was und ich weiß genau, was ich dafür tun muss und dann zögert ihr und fangt an nachzudenken. Und dann kickt das Gehirn ein sozusagen und sagt, oh, Alarm, zögern. Ja, das ist nicht gut. Wir wollen alles so behalten, wie es jetzt ist. Also, für mich ist es interessant zu sehen, wie unser Gehirn funktioniert und dann interessant zu beobachten, wie Menschen handeln. Ja, es gibt Leute, die haben ihre Gewohnheiten verändert in ich bin spontan. Was immer da gerade ist, ich tue es. Ich lasse mich vom Spirit führen. Das gibt's. Und das Gehirn wird sich daran gewöhnen, dass es so ist, dass ihr schnelle Entscheidungen trefft. Ja? Das heißt, euer nächster Job ist eigentlich dafür zu sorgen, dass da weniger Zögern ist und mehr schnelle Entscheidungen. Und ihr werdet sehen, über den ganzen Tag verteilt habt ihr 100.000 Möglichkeiten, schnelle Entscheidungen zu treffen. Will ich Cappuccino oder Espresso? Bumm. Ja? Schreie ich mein Kind an oder nicht? Bumm. So, wenn ihr erstmal beginnt, euch klar zu werden, wie ihr funktioniert, also wie euer Verstand funktioniert, könnt ihr beginnen, euren Verstand umzutrainieren. Macht es euch zum Job.
schnelle kleine Entscheidungen zu treffen. Es ist wirklich wurscht, ob ihr Cappuccino oder Espresso trinkt. Im Lauf der Zeit ist es auch egal, ob ihr euer Kind anschreit oder nicht. Ja, weil morgen könnt ihr es eben nicht anschreien, wenn ihr es heute angeschrien habt. Aber es sind diese Momente, diese Entscheidungsmomente, die ihr ständig zur Verfügung habt und die ihr oft nicht nutzt, indem ihr einfach zurücktretet und zögert. Und dann kickt das Gehirn ein und verhindert, dass ihr irgendetwas entscheidet, was über das hinausgeht, was ihr bisher habt. Und für mich ist die beste Methode, immer sich vorzustellen, wie ich es haben will. Das heißt, wenn ihr jemand seid, der glaubt, er ist nicht motiviert, er hat keine schnelle Entscheidungskraft oder was auch immer, der hängt immer rum und ich kann mich nie entscheiden, stellt euch vor, wie ihr euch fühlen würdet, wenn ihr jemand wärt, der schnelle Entscheidungen trifft. Ja? Wie wird es sich anfühlen? Wie wird euer Leben sich verändern? Wie würdet ihr sein? Was würdet ihr anderes tun tagsüber? Wie würdet ihr euch fühlen, wenn da plötzlich Abenteuer wäre? Wie würdet ihr euch fühlen, wenn die Leute von euch sagen würden, wow, da ist jemand, der ist wirklich spontan, der trifft schnelle Entscheidungen, der hat Erfolg im Leben. So geht in diese Vorstellung hinein. Und dann könnt ihr die Zählmethode benutzen oder was auch immer euch einfällt, aber der Wille muss erst mal da sein, dieses Verlangen, ich will was ändern, ich will nicht mehr zögern, ich will nicht mehr von meinem Verstand abhängig sein, ich will jemand sein, der boom, schnell Dinge verändern kann, wenn er es will. Ja? Und ich wollte euch noch verraten, mein E-Book, mein neues, und das heißt Du und deine wundervolle Vorstellungskraft mit dieser wunderbaren Zeichnung von Bianca, ist online jetzt bei Amazon und das Taschenbuch wird in 1-2 Tagen hoffentlich da sein. So, und über diese Dinge spreche ich auch in diesem Buch, nicht unbedingt über das jetzt hier, aber über Glaubenssätze, über darüber, wie unser Gehirn funktioniert. So, würde mich freuen, wenn ihr es euch anguckt. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr dieses Video jetzt sozusagen schätzt für euch, indem es euch etwas Neues erzählt und indem ihr da wirklich mal reingeht und guckt, wo zögere ich in meinem Leben die ganze Zeit? Wo ist diese 5-Sekunden-Spanne, wo ich die Entscheidung treffen kann, ob ich weiter das tue, was ich immer tue oder ob ich was anderes mache? Also die Schlummerfunktion nochmal drücke oder sage, oh, ich stehe jetzt auf. Und diese Kleinigkeiten werden euer Leben verändern. Ja. Weil diese Kleinigkeiten, in denen ihr nicht mehr zögert, sondern eine Entscheidung trefft, eurem Gehirn sagen werden, dass es okay ist, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und dass es gut ist und dass es euch beiträgt, dass es euch in Sicherheit hält. So, danke fürs Zuschauen und kommentiert. Ich freue mich wirklich, wenn ihr kommentiert, was ihr davon mitgenommen habt oder wie ihr das seht. Und ja, habt noch einen wunderbaren Abend. Bis irgendwann.